Hey Leute, heute wird es mal ein bisschen ernster. Wenn ihr beim Angriff des Underground auf Roxxon Plaza verletzt wurdet, körperlich oder seelisch, sucht euch bitte, bitte Hilfe. Auf meinem Blog stehen die zuständigen Stellen. Themenwechsel. Ich stelle ein Exposé über den Underground zusammen und brauche eure Hilfe. Finn suchte immer schon nach neuen Büchern, bevor sie die alten ausgelesen hatte. Sie schnappte sich sogar meine, wenn ich nicht hinsah. Gehirnjogging nannte sie das. Dieses Museum sieht richtig cool aus. Hier hat das Verstecken der Kapsel richtig Spaß gemacht. Jackpot! Der Fußball. Ich habe Finn einmal gesagt, dass ich Fußball mag. Und sie ging voll in den Mission Impossible-Modus und klaute mir das aus einem Freundschaftsspiel. Für ihre Freunde tat sie alles. Gut, dass du angerufen hast. Ich brauchte echt eine Pause. Wovon? Oh, nur so. Also, ich war bei eurer alten Werkstatt. Dachte, du wärst vielleicht da. Es sah so aus, als hätte da kurz vorher ein Kampf stattgefunden. Ich ging rein und sah mich um. Ich weiß das mit Rick. Es tut mir so leid. Was hast du noch gefunden? Ich will dir helfen. Aber du musst mit mir reden. Es tut mir leid, dass deine Mom verletzt wurde. Wäre der neue Spider-Man nicht aufgetaucht, wäre niemandem was passiert. Bitte versuch nicht, mir das auszureden. Ich weiß, was ich tue. Okay. Gut. Also, das ist mein Geheimnis. Deshalb hatte ich keine Zeit. Und deine Entschuldigung? Tja, also, Schule. Ich helfe bei Feast. Sowas hast du doch schon immer gemacht. Was ist der wahre Grund? Der wahre Grund ist, ich habe in letzter Zeit mehr Aufgaben übernommen, als ich bewältigen kann. Für Freunde war keine Zeit. Aber ich will das ändern. Vielleicht kann ich in dein Club, Bande, Team? Ich weiß nicht. Also Rick war, er war der Beste. Ich verstehe, warum du das machst. Wenn du Hilfe willst, bin ich dabei. Wenn nicht, keine Angst. Ich verrate dich nicht.
Du bist ein guter Freund, Miles. Okay, gehen wir. Wohin? Du weißt, dass ich Höhen nicht mag. Du schaffst das. Ich passe auf. Du wirst dich dem Underground beweisen müssen. Ich erklär's dir, wenn wir beim Fisk Tower sind. Ihr nutzt die Büros von Kingpin als Versteck? Als er im Knast war, haben die Feds alles beschlagnahmt. Sie haben es bisher nicht verkauft, also zogen wir ein. Wie wurdest du in das alles verwickelt? Der Underground, Tinkerer. Tinkerer ist eine Anspielung, weil ich alles baue. Die Masken, Waffen... Programmierbare Materie. Genau. Der Underground wollte Großvaters Laden ausrauben. Sie haben meine Arbeit gesehen, wir machten einen Deal. Ich weiß, du willst Krieger. Aber was haben sie davon? Außer Waffen. Bekanntheit. Sie wollen so berüchtigt werden, dass sie mit allem davon kommen. Das ist okay für dich? Allein komme ich nicht gegen Roxxon an. Komm schon. Du musst vom Kran auf den Balkon springen. Beweisen, dass du furchtlos bist. Die sehen zu? Durch die Fenster. Du musst das machen. Na los, du schaffst das. Ich muss das schaffen, ohne mich zu enttarnen. Na los, Miles, gib dir Mühe. Dich. Bin ich jetzt offiziell Clubmitglied? Klar. Aber pass auf. Die Leute hier mögen Neue nicht besonders. Hier ist es, wo sich alles zusammenfügt. Also dein Plan. Wie passt Nuform da rein? Krieger sagt, du hast eine Lieferung geklaut. Das war ein Kanister. Ich mache ein paar Anpassungen. Denk nicht drüber nach. Gewöhn dich erstmal ein. Gut. Gut, du bist wieder da. Geh zu Gavin. Nicht jetzt, wir haben einen neuen. Okay. Oh Mann. Hast du die gebaut? Ja. Solange sie neue Waffen bekommen, bleibt der Underground loyal. Ein Schwert aus programmierbarer Materie? Neue Feinde, neue Lösungen. Du meinst Spider-Man, richtig? Die schlechte Nachricht der Woche. Sie geht mit ihm doch nicht nach unten, oder? Ja, Gavin dreht echt durch wegen dieser Schildkalibrierung. Wie oft muss ich ihm das noch erklären? Miles, ich muss mich kurz um was kümmern. Warte hier, okay? Okay, klar. Das ist meine Chance. Ich muss rausfinden, wo sie das Nuform lagert. Vielleicht finde ich hier ein paar Hinweise. Ist das von Martin Liesleuten? Ja, Profan. Wir müssen Dominanz zeigen, wenn wir Fisk ersetzen und New York regieren wollen. Die sind gut trainiert, wenn sie die Dämonen erledigt haben. Aber wo trainieren sie? Ja, klar. Ich hab auch noch was gemacht. Eine Person soll all die Ausrüstung gemacht haben. Ganz schön viel Geld. Unten ist noch mehr. Der alte Knacker finanziert uns quasi. Ob er will oder nicht. Unten ist noch mehr. Hört sich gut an. Seit der Brücke ist der Underground in aller Munde. Und das ist auch gut so. Ich finde, wir sollten an unserem Ruf arbeiten und nicht diesen Ruform-Mist rumschleppen. Rumschleppen?
Vielleicht ist es jetzt hier. Alter, das ist nicht richtig. Uns kannte doch keine Sau. Oh, das würde Fist nicht gefallen. Er hatte hier überall Verstecke und Falltüren. Kein Problem für uns. Der Fist-Tower gehört jetzt uns. Geheimräume. Ein gutes Versteck für tödlichen Brennstoff. Vielleicht nutzen sie Fisks Geheimräume im Erdgeschoss. Die Pause ist vorbei, Leute. Gruppe 2, nach unten zum Training. Klingt, als sollte ich dahin. Wir werden dieser Stadt zeigen, was echte Macht ist. Kenn ich doch. Eine Vorratskiste? Ja, irgendein Arschloch beklaut uns. Die Vitamin oder so. Das wird spannend. Ich muss Genki informieren. Wem schreibst du da? Meiner Mom. Ja. Sie braucht mich zu Hause. Ernsthaft? Jetzt? Ja, sie hat einen Gips. Ich muss beim Kochen helfen. Hast du ihr gesagt, dass... Danke. Da drüben ist der Ausgang. Kommst du bald wieder? Definitiv. Mal sehen, ob ihre Geheimnisse da unten sind. Genki, ich bin in der Lüftung. Klasse. Hast du rausgekriegt, wo sie das Nuform verstecken? Noch nicht. Aber Finn ist in Richtung Keller. Ich werde versuchen, ihr zu folgen. Hey, wenn du durch Luftschächte krabbelst, fühlst du dich da manchmal wie im Film und summst spannungsgeladene Musik vor dich hin? Und überlegst, wie du geschnappt und in eine Zelle gesteckt wirst, die über einem Alligatorbecken hängt und du aus Kaugummipapier eine Bombe bastelst? Warte, was? Nein. Cool. Reine Neugier. Okay, ich bin im Atrium. Ich muss ein paar Underground-Trainingseinheiten beenden. Dann suche ich nach einem Geheimraum. Ja, so macht man das. Genau. Guter Tritt. Für Spider-Man. Na los, was ist das harmlos, Gentlemen? Wer ist da? Konzentriert euch aufs Ziel! Komm schon!
Hafen. Schlaf mal gut. Will ein Held sein und läuft einfach weg? Ich mach den Teil.
einfacher, als ich dachte. Okay, noch immer keine Spur von Finn. Sie muss ja irgendwo hin sein. In einem Interview sagte Fisk mal, er liebe Kunst, die einen Zweck erfüllt. Was soll das heißen? Keine Ahnung, aber man hat auch Geheimgänge bei ihm entdeckt, die hinter Kunst versteckt waren. Also... Ja, verstanden. Ich suche ja. Hey! Ich glaube, ich hab was! Oh, Geheimtreppe. Ganz schön tief. Viele Gangsterbosse haben solche Geheimausgänge. Vielleicht wollte Fisk den nutzen, als der andere Spider-Man hinter ihm her war. Ein schnellerer Aufzug wäre gut gewesen. Vielleicht wäre er dann entkommen. Setz den Superschurken bloß keine Ideen in den Kopf, ja?
Hast du gerade den Lärm aus dem Atrium gehört? Muss ja eine höllische Trainingseinheit sein. Ich weiß, du willst nicht mit ihr unterwegs, aber seit der Brücke sind drei Leute dran. Wir wissen, wie gefährlich Luform ist. Du wusstest doch, dass es gefährlich wird. Das war ja der Deal. Aber wenn wir auch krank werden... Wenn du es nicht packst, kannst du ja gehen. Im Underground haben wir keinen Platz für Schwächlinge. Hast du gehört? Das Nuform macht auch den Underground krank. Die sind so kaltschnäuzig. Ist das Nuform verstaut? Ist es sicher? Ja, im Labor statt aufwärts. Genki, das Nuform ist weg. Wir wissen nicht, ob der Kanister sicher ist. Er war heiß, vibrierte, als wäre er instabil. Das war der neue Spider-Man. Seine Kräfte ändern die Struktur. Niemand darf das Zeug anfassen. Ihre Verstecke. In einem muss das Nuform sein. Ich brauche ein besseres Bild. Dann kann ich es eingrenzen. Wir wissen nicht genug über das Zeug. Was es ist, woher es stammt. Mein Bruder hat es entwickelt. Chefchemiker. Und Roxxon brachte ihn um. Ich höre nicht auf, bis Roxxon untergeht. Seid ihr dabei? Das weißt du doch. Gut. Ich brauche Strom. Generatoren, Autobatterien, alles, was ihr findet. Bringt alles ins Theater. Keine Ahnung, was das war, aber es hat funktioniert. Okay. Mach dein Ding. Ich nehme die Karte. Vielleicht komme ich auf irgendwas. Cool. Ich schock dann mal weiter. Geiles Gefühl. Endlich kann ich in Gangsterhülle kämpfen von meiner Liste streichen. Ich habe das Foto von der Karte bereinigt. Der Underground scheint in alten Fisk-Baustellen zu hausen. Ist noch ein Theater dabei? Finn hat eins erwähnt. Ein Theater, ja? Das ist... Sag's nicht, Genki. Dramatisch. Du hast es gesagt. Das müsste das Gem Theater sein. Klingt, als hätte sie das Nuform da versteckt. Das ist mein nächstes Ziel. Wenn du zum Theater willst, bin ich dabei. Wenn du zuerst zu den Underground verstecken willst, kenne ich jemanden, der dir helfen kann. Cool. Ich setze die Verstecke auf meine To-Do-Liste und melde mich, wenn ich beim Theater bin. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum Speed Nonagon dauernd abstürzt. Finn will sich erst später mit dem Underground beim Theater treffen. Ich habe also noch Zeit für App-Anfragen oder irgendwelche anderen Sachen.